Das, was ihr hier seht, an mein Bett gelehnt, das ist ein Apple iPad Pro. Ich kann euch das auch von vorne mal zeigen. Das sieht dann so aus. 12,9 Zoll Apple iPad Pro, dritte Generation, glaube ich, von 2018 auf jeden Fall. Ich habe es mir, glaube ich, 2019 gekauft. Ist also 5 Jahre alt, das gute Stück. Und guckt euch bitte mal an, wie verbogen das ist. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der Magnet, der ist in der Mitte und an den Seiten biegt es sich dann so weg, kennt man vom iPad Pro. Das ist bekannt, dass das passieren kann. Sage ich später nochmal was dazu. Ich versuche euch das Ganze nochmal von oben, von vorne zu zeigen. Vielleicht kann man es da besser sehen, wie verbogen das gute Stück ist. Ja, und darum geht's im heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, ich wollte das Gerät verkaufen bei Rebuy, habe das eingeschickt zur Überprüfung, habe es so einigermaßen geputzt. Dieses iPad ist 5 Jahre alt. Es war auch 5 Jahre lang eingeschalten, auf meinem Bett gelegen. Ich habe das sehr intensiv benutzt, jahrelang. Es hat aber eigentlich keinerlei Beschädigungen, kann man sagen. Es wurden da zwar auch einige Dinge kritisiert. Hier und da soll es Kratzer haben. Und ich weiß nicht, es kann sein, dass es einmal runtergefallen ist oder so, maximal. Ansonsten habe ich dieses gute Stück hier gut behandelt. Es war ja auch nicht ganz billig. Ich glaube, das hat 1 Terabyte Speicher. Das war nicht unbedingt clever, dass ich mir das damals gekauft habe mit dieser Ausstattung, weil das war ziemlich teuer. Ich glaube schon so knapp 1500 Euro. Zur Erklärung, die Idee war damals, sich eben kein Mac zu kaufen und schnittmäßig alles mit dem iPad zu machen. Deswegen ein so pornöses Gerät. Es ist gut. Keine Frage, guter Bildschirm, aber es ist halt kein 4K, das darf man auch nicht vergessen. Dann ist Dolby Surround, ich glaube, da sind 4 Lautsprecher drin, auch die Mikros sind ganz gut. Fraglos ein schönes Gerät. Ja, und jetzt schalten wir uns mal auf den Desktop um und gucken uns mal an, was Apple eigentlich zu diesem verbogenen iPad jetzt zu sagen hat. Also, ich wollte es verkaufen bei Rebuy, es wurde getestet und ich habe es mir wieder zurückschicken lassen. Warum, das erkläre ich euch jetzt. So, ich habe mir also bei Rebuy habe ich versucht, das Ganze zu verkaufen, habe das Gerät also rausgesucht, habe die Daten eingegeben, habe auch angegeben, dass es meiner Meinung nach in einem guten Zustand ist, habe dann den Speicherplatz angegeben, ob die Verpackung dabei ist, ob das Kabel dabei ist und so weiter und so fort. Und mir wurden von Rebuy knapp 670 Euro dafür angeboten oder 680 waren das sogar. Also fast 700 Euro wurden mir angeboten für mein 5 Jahre altes iPad, was meiner Meinung nach nach wie vor in einem guten Zustand ist. Dann habe ich es losgeschickt, habe es eingepackt, es ist gut angekommen und dann habe ich Post bekommen von Rebuy und ich zeige euch mal kurz die Mail. So, hier also jetzt die Mail von Rebuy. Zunächst einmal vielen Dank für deine Geduld und dass du dich dazu entschlossen hast, bei Rebuy zu verkaufen. Ich habe deinen Artikel Apple iPad Pro 12,9 Zoll 1 TB Wi-Fi Modell 2018 in Silber auch gerade vor mir und überprüfe ihn auf Herz und Nieren. Leider habe ich bei deinem Gerät ein Problem festgestellt, welches wir nicht beheben können. Optische Mängel, Beschädigungen an der Seite, am Rahmen. Ich habe die nicht gesehen. Gerät deutlich verbogen. Das sehe ich ein. Aufgrund dessen können wir dir leider nur anbieten, das Gerät für einen festen Betrag von, Achtung, 47,92 Euro abzukaufen. Also aus diesen knapp 700 Euro, die mir versprochen wurden oder die halt geschätzt wurden vorab, sind jetzt 47,92 geworden. Es tut uns leid, immerhin, dass ich keine besseren Nachrichten habe und verstehe absolut, dass der Betrag nicht deiner Erwartungshaltung entspricht. Ich hoffe, dass die genannte Erklärung zumindest für ein gewisses Verständnis auf deiner Seite sorgt. Hier kannst du uns am schnellsten mitteilen, ob wir das Gerät für den genannten Preis verwerten oder dir kostenlos zurückschicken sollen. Liebe Grüße, Julia von Rebuy. Sie haben ja auch geschrieben, im Portal direkt wurde das angezeigt, dass sie es so eben nicht weiterverkaufen können und dass sie es halt maximal zum Ausschlachten dann nehmen würden und die 47,92, auf die habe ich jetzt verzichtet, dankend, habe ich abgelehnt, habe es mir zurückschicken lassen, weil dann behalte ich es lieber selber oder verschenke es irgendwie, weiß ich noch nicht genau, was ich damit mache. Auf jeden Fall ist das jetzt doch ein sehr enttäuschendes, ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Jetzt gucken wir mal noch, was Apple dazu sagt. Das Problem ist bekannt.
verbogene iPads. Es sind iPad Pros betroffen in 11 Zoll und in 12,9 Zoll. Gerade weil die halt so dünn sind wahrscheinlich und bei Hitze verbiegen die sich mutmaßlich. Wie viele Geräte eine Krümmung aufweisen, ist aktuell noch unklar. Die Nutzer sind verärgert. Apple sagt zu den verbogenen iPads, dass es sein kann, dass das eine oder andere iPad Pro bereits beim Neukauf leicht verbogen sein kann. Das sei jedoch kein Defekt oder Konstruktionsfehler. Die iPads würden einwandfrei funktionieren und den hohen Qualitätsansprüchen von Apple entsprechen. Die Krümmung sei ein Nebeneffekt des Herstellungsprozesses. Dies entstehe, wenn sich Plastik und Metallteile bei der Abkühlung unterschiedlich verhielten. Dann sei eine Biegung des Gehäuses um 0,4 mm möglich. So, die Rechte, die Käufer haben, werden hier aufgeführt. Käufer haben ihre Geräte teilweise nicht zurückgeben können, weil Apple-Mitarbeiter ihnen nicht geglaubt haben, dass sie ihr iPad bereits verbogen erhalten hatten. Ich meine auch, meins war am Anfang nicht verbogen. Das hat sich eher durch die Benutzung verbogen, sonst wäre mir das aufgefallen. Ein neues iPad Pro, schreibt NTV, mit leicht gebogenem Gehäuse ist laut Apple nicht defekt und kein Grund für ein Ersatzgerät. Wer das nicht einsehen und das Gerät trotzdem austauschen will, muss unter Umständen viel bezahlen. Also Apple ist das Problem bekannt. Sie sagen, das liegt am Herstellungsprozess. Die Nutzer sind überhaupt nicht begeistert und trotz allem muss ich sagen, mein iPad war fast 5 Jahre ständig eingeschalten und funktioniert bis heute einwandfrei. Und jetzt weiß ich gar nicht, auf wen ich sauer sein soll. Das Tolle an den Mac-Geräten oder an den Apple-Geräten, sage ich jetzt mal, ist ja die Wertbeständigkeit auch irgendwo. Das heißt, wenn ich einen Computer mir kaufe und nach 2 Jahren wieder verkaufe, dann bekomme ich dafür noch einen bestimmten Betrag. Das gilt auch zum Beispiel für iPhones. Während die Samsungs wahnsinnig schnell an Wert verlieren, kann man ein 2-3 Jahre altes iPhone noch für ein paar 100 Euro verkaufen. Ich kann das jetzt mit meinem Gerät leider nicht mehr machen. Das heißt, ich habe quasi 1500 Euro ausgegeben, mich wahnsinnig gefreut auf die 670 Euro, die ich zurückbekomme. Und das Ende vom Lied ist jetzt, das Gerät hat komplett an Wert verloren. Man kann das, denke ich, so sagen. Es ist nichts mehr wert, zumindest sagt Rebuy das. Ich weiß jetzt gar nicht, auf wen ich wütend sein soll, aber schuld ist letztendlich Apple an der Misere. Also, ich habe mir ein neues iPad gekauft, gut behandelt und jetzt ist es verbogen und nichts mehr wert. Das ist schade, da ärgere ich mich maßlos drüber. Und ich glaube auch, dass das bei den aktuellen iPads noch so sein kann, dass die leicht verbiegen mit der Zeit. Und ich habe etwas aus dieser Sache gelernt. Ich werde mir keine iPad Pro mehr kaufen. Damals wollte ich, wie gesagt, auf den Mac verzichten und alles am iPad machen. Inzwischen habe ich einen Mac und ich weiß, dass es eben nicht so ist. Man kann einen Mac nicht mit einem iPad ersetzen, auch wenn Apple das immer wieder seit Jahren behauptet. Dazu fehlt es unter anderem an Software, an vernünftiger. Für mich keine iPad Pro mehr, danke. Und ich wollte das der Welt mal kurz mitteilen. Was haltet ihr davon? Von diesem ganzen Thema. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder, wenn ihr mögt, auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und